erzählen, dass Hartz-IVer ja genauso viel Einkommen hätten wie jemand, der arbeiten geht, als Geringverdiener. Das stimmt nicht. Also wer arbeiten geht, hat immer ein höheres Einkommen als jemand, der auf Hartz IV. Ja, das hätte ich nicht im Einzelnen nicht aus, aber ich sage einfach, das Hartz-IV-Niveau ist nicht erstrebenswert. Natürlich, also insofern ist es keine, ist die Debatte. Und vor allen Dingen, also ich denke auch immer, ein Einkommen auf Hartz-IV-Niveau, das kann ich auch auf irgendeine Weise erzielen, ohne mich dafür vom Amt gängeln zu lassen. Also da arbeite ich lieber für einen Arschloch-Chef, als dass ich ständig von einem Arschloch-Amtsmitarbeiter irgendwie gegängelt und mit Kürzung bedroht werde und morgens um 7 einbestellt werde, obwohl er sowieso nichts für mich tun kann. Oder du schaust, dass du dieses Geld nicht in einem Monat bekommst, sondern vielleicht in einer Woche oder vielleicht sogar an einem Tag, weil du entsprechende Projekte verkaufst. Ja. Also einfach ein bisschen denken. Und die Möglichkeiten sehen, das ist ja das, worum es eigentlich geht. Die Leute, die immer wieder aufhören, was mich heute sehr beeindruckt hat, war der Hendrik mit seiner unglaublichen Fleischerkarre. Vor allem Hendrik sollte Entertainer werden. Also ja, das kommt dazu. Das ist auch so eine spannende Frage, was sagen deine Freunde eigentlich, was du richtig gut kannst? Die sagen zu ihm bestimmt eine Versicherung sogar auf. Ja, die sagen, du machst Spaß. Ja, das ist immer mir. Geh zum Radio. Ich wollte die Geschichte von heute. Und zwar eine Frau, die ich kenne, deren Namen ich geändert habe im Buch. Eine völlig irre Situation. Also Kind, Mann, 300 Quadratmeter Penthouse-Wohnung, Porsche, aber pleite und kein Geld für Brot und kein Geld für Milch. Also kein Cash, kein Bargeld. Und dann immer wieder windige Geschäfte mit dem Ehemann und so weiter. Sie hat sich, als sie irgendwann festgestellt hat, dass der Maniküreladen, den sie hatte, wo im Grunde nur die Strohfrau war pleite gegangen ist. Also keine Waschanlage. Naja, sowas nicht, aber sie hatte halt dann einen Dreck an der Hacke. Aha. Und sie hat dann eine Privatinsolvenz zu einem glücklichen Ende gebracht und hat das nicht zu Hause heulend vor dem Fernseher und hat gesagt, ich bin so unglücklich und hat ihr Unglück recycelt mit anderen Unglücklichen, sondern sie hat überlegt, was kann ich tun. Sie hat dann ein Seminar besucht, hat irgendwann eine E-Mail geschrieben, ist in die Seminarszene reingerutscht, hat jemanden kennengelernt, der sie dann tatsächlich beschäftigt hat. Und mittlerweile hat sie sich dann mit dem eigenen Seminar unternehmen.